Aló, liebe Geschwister, wie geht es euch? Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Freut uns wieder mit euch verbunden zu sein. Estamos contentos nuevamente de estar conectado con ustedes. Mit einem Wort der Hoffnung, der Ermutigung für uns alle. Con una palabra de motivación y de aliento para cada uno de nosotros. Und heute, Susi, werden wir reden über welche Bibelstelle? Y hoy vamos a hablar del Salmo 34, versículo 4 y 5 en español y... Und auf Deutsch werden wir, es ist im Psalm 34, Verse 5 und 6. Y dice así: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Als ich den Herrn suchte, antwortete mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. El fin de semana estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y de su obra. Hoy, an diesem Wochenende haben wir darüber geredet, über den Heiligen Geist und über sein Wirken. Y el deseo de nuestro corazón es que en esta semana el Espíritu Santo pueda obrar en una manera poderosa en tu vida, en tu familia. Und es ist unser Herzenswunsch, dass der Herr mächtig wirken kann, dass der Heilige Geist wirken kann in deiner Familie, in dein Leben, in allen. Y para eso, como dice este Salmo, es importante que dediquemos ese momento para hablar con el Señor. Und deswegen, wie es hier geschrieben steht, ist es wichtig, dass wir seine Gegenwart suchen jeden Tag. Y cuando estás allí en su presencia, und wenn du dort bist, in seine Gegenwart, aquí dice esta palabra que él te escucha. Hier steht es geschrieben, er wird uns hören. Y no solamente él te escucha, sino que él nos va a librar de cada uno, de todos, dice acá, de todos nuestros temores. Und es steht hier geschrieben, er wird uns nicht nur zuhören, sondern er wird uns befreien von alle unsere Ängste. No sé cuáles son tus temores. Ich weiß nicht, welche sind deine Ängste. Pero sabes que el Señor los conoce. Aber der Herr kennt sie alle. Y cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, esos temores, cada uno de ellos van a caer y no va a quedar ni uno solo. Und wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann müssen diese Ängste fallen und es wird kein einziger von diesen Ängsten bleiben. Y luego dice en el otro versículo, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Und dann sagt es, die auf ihn blickten, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Creo que más que nunca en este tiempo es tan importante que nosotros miremos a Jesús. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, weil wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, ¿saben lo que dice esta palabra? Que nosotros vamos a ser alumbrados. Dann steht es hier geschrieben, wir werden strahlen oder beleuchtet werden. Y me gusta en alemán porque dice vamos a resplandecer, vamos a estar brillando. Genau, und auf Deutsch steht ja geschrieben, wir werden strahlen, wir werden etwas ausstrahlen. Y eso es algo que se va a reflejar en tu rostro. Und das wird man sogar merken und sehen in deinem Gesicht. Porque cuando el Espíritu Santo está obrando dentro de tu corazón, weil wenn der Heilige Geist wirkt drinnen in dein Herz, eso se va a notar en tu rostro. Das wird man merken in dein Gesicht. Por eso la pregunta que quiero hacerte en este día. Deswegen möchte ich dir eine Frage stellen ¿En heute. Qué estás poniendo tu mirada? Auf was richtest tú tan amable? Y queremos motivarte que en esta semana tu mirada esté puesta en Jesús. Und ich möchte dich motivieren, dass du auf dein Blick auf Jesus richten kannst. Que tu mirada pueda estar puesta en el obrar del Espíritu Santo. Dass du dich darauf konzentrieren kannst und deinen Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes richtest. Y de repente tú te vas a mirar al espejo. Und du wirst plötzlich in Spiegel schauen. Y vas a decir, uy, ¿qué pasó con mi cara? Porque antes estaba tan preocupado, tan deprimido. Und dann wirst du erkennen, damals warst du so bedrückt, traurig, depressiv. Pero ahora que estuve hablando con el Espíritu Santo, tu rostro va a resplandecer. Aber jetzt, wo du diese Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, wird dein Gesicht strahlen. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Was werden wir dann tun in dieser Woche? Vamos a mirar al Señor. Wir werden unseren Blick auf den Herrn richten. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Wir werden den Heiligen Geist Raum geben. Y vamos a resplandecer más que nunca. Und wir werden mehr als je zuvor strahlen. Porque las personas, nuestros amigos, nuestros contactos tienen que saber quién vive dentro de nosotros. Weil die Menschen um uns herum, unsere Kontakte, unsere Freunde, unsere Familie, sie sollen sehen, was in uns ist. Y ahora vamos a orar, Gerardo. Und jetzt wollen wir dafür beten.
Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Señor, te damos gracias de todo corazón. Weil du bist dieser mächtige Gott. Porque tú eres ese Dios todopoderoso. Und Herr, wir wollen unseren Blick auf dich richten. Señor, y en esta semana queremos poner nuestra mirada en ti. So wie wir es eben gelesen haben in dein Wort. Y así como lo leímos recién en tu palabra. Und du sagst uns hier, du wirst uns antworten. Y tú nos dices que tú nos vas a responder. Und alle Ängste müssen weichen. Y todos los temores se tienen que ir. In deinen Namen haben wir den Sieg. Porque en tu nombre tenemos la victoria. Wir sind frei von diesen Ängsten. Somos libres de todo temor. Und du erfüllst unser Herzen mit deinen Heiligen Geist. Y tú llenas nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Und dieser Geist wirkt so stark in uns. Y ese Espíritu Santo obra de una manera tan fuerte en nosotros. Dass wir das ausstrahlen werden. Que vamos a resplandecer, vamos a brillar. Mit Friede. Con paz. Mit Freude. Con gozo. Mit Liebe. Con amor. Ich danke dir, Herr. Te doy gracias, Señor. Und ich bitte es dir für alle, die uns zuschauen und zuhören. Y yo te pido, Señor, esto para cada uno de los que nos están mirando ahora. Dass sie es auch erleben dürfen. Que lo puedan vivir cada uno. In Jesu Namen. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Gott ist mächtig. Dios es poderoso. Gott ist groß. Dios es grande. Und er schenkt uns den Sieg. Y él nos da la victoria. Über alle unsere Ängste. Sobre todos nuestros temores. Gott segne euch. Dios los bendiga. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.